Es ist Upgrade-Wochenende und da hat der Tribble gesagt, ich soll am besten mit Phoenix-Upgrades während der Upgrade-Zeit upgraden. Und ja, wenn der Tribble ja sagt, dann baue ich mir da so noch mal was zusammen. Ich habe da jetzt zwar mindestens, also bestimmt eine Woche gewartet, so. Aber ja, dafür habe ich auch so schön die Lithium hier zusammen veredelt in der Zeit. Und ich meine, seit die das mit dem Rufsystem gemacht haben, die alten Captains geben mir ja nichts ab. Die sagen ja, sie brauchen ihr die Lithium, weil ich kann ihnen ja nie so viel. Ist mir doch, weil, die sollen doch erzählen, ich mache mir jetzt meine Phoenix-Upgrades. Also da kauft man sich erstmal so Kisten. Und ich kaufe mal so 30 Stück. So, und dann mache ich aus den Kisten mal gucken, was an Gutschein da ist. Vielleicht ist ja was Goldenes bei. Gucken. Jetzt blau. Immerhin lila. Los, gib mir doch irgendwas Tolles noch. Oh, okay. Also, ja. Also aus den 30 ist hier sowas rausgekommen. Dann, so, und ich will Upgrades haben, das heißt, ich mache erstmal aus den sehr seltenen. Hier gibt es also jede Menge Gedöns, aber das will ich alles nicht. Ich will Upgrades. Da mache ich aus den lilanen, aus zwei lilanen werden dann vier, also so vier blaue und dann aus den. Vier, aus denen dann 10 blauen werden. So, das sind jo, also aus 30 Kisten 42. Das ist 12 mehr. So habe ich haben mir Leute anderes erzählt. Vielleicht habe ich jetzt Pech gehabt. Egal. Ich will jetzt hier die Phoenix Upgrades. Ich habe dann eben 42 und das ist ja auch eine tolle Zahl. Also nicht so 47 wie vom Club, aber 42, ne, so Sinn des Lebens, so in, ja. So, 42 Phoenix-Upgrade habe ich. Und der Tribble hat gesagt, nix so rumvergolden, sondern Mark 15 mehr soll ich nicht machen. Also dann mache ich ja erstmal hier aus meinem. So, aufwerten. So. Ah, sonst sind da immer 51.000 und jetzt sind das, ja, da, also das Upgrade, das ist da. Das sieht man hier so. Und dann nochmal. Und jetzt ist es 15. Jo. Und dann ziehen wir das Ding wieder an. Raumanzug brauche ich so oft nicht. Da, den lassen wir erstmal warten. So, oh, Schutzstatus ist aktiv hier immer hier. Dann hier mein Schild. Das ist so von den fiesen Nakul. So. Jetzt würde der, aber das soll ich ja nicht machen, sondern ich ziehe den wieder an. Ja, die schöne Waffe, die hat mir, die kam noch von einem anderen Captain, also. Jo, und das war jetzt meins. Jetzt Omelette und Raclette, die haben zwar so schöne Sachen, aber den Bonus, den die Sachen geben, den geben die immer gleich. Und nur das sind Brückenoffiziere, die. Die haben hier schon mal ganz tolle Pistolen und hier so da, ein ganzes Dreier-Set. Also die sollen sich mal nicht beschweren, dass hier das Ikonianer-Set hat. Das gibt so dem ganzen Team so einen schicken Hinterhalts-Buff. Und nee, das gibt irgendeinen anderen Buff. Und naja, das Omega-Ding ist das mit dem Hinterhalt-Buff, glaube ich, ja. So. Also an den Brückenoffizieren, nee, die kriegen von mir nichts, das sind nur Brückenoffiziere, die sind zwar, Moment, ich meine, die sind zwar irgendwie wichtig, aber hier, das, die müssen was können.
So super schwere Ausrüstung brauchen die nicht. Die brauchen eine ordentliche und die haben sie. Ja, und jetzt Raumschiff. Tribble sagt Mark 15. Okay, Mark 15 ist ja auch schon mal eine Tüte und ja. Gehen wir mal hier so in den Orbit. Oh, ich fühle mich schon innerlich ganz begeistert. Ja, und jetzt machen wir hier aus all den Sachen Konfigurationen. Meinte, hat er so nie gehabt. Wieso denn eigentlich? Ich verstehe das nicht, warum man das jetzt meint. Sieht ja alles richtig aus. Und hier so meine Dienstoffiziere. Also aktiv im Raum, viele sind das ja nicht, ne? So halt hauptsächlich was Geerbtes. Naja, das wird schon, wird sich dann schon zeigen. Aber jetzt, dann geben wir mal allen Sachen was. Ah, jetzt weiß ich, was sich geändert hatte. Ich musste heute Morgen bei Disruptor schaden und da habe ich dann hier so diese Waffe, ne, so meine Disruptor, nach vorne getan. Dann hat die vorne dann den, sollte viel Schaden sein. Das ist dann leichter, wenn die vorne ist. Aber ja, jetzt verstehe ich, warum ich das gemacht habe und was war. Aufwerten. Und jetzt ist es. Und noch eins. Jo. Ah, das wäre ja so schön, aber nein, ich soll ja nicht, sagt der Tribbel. Und ich meine, wenn der Flauschi böse ist, weiß was, da fritzt er mir wirklich den Hut vom. Nein, ich werte auf. Bis 15. Ganz einfach. Bis 15. Und genug. Und nicht weiter, also nicht von diesem modifizieren kann man ja auch noch, aber da muss ich noch mal ganz viel nachdenken über die Details. Immer schön eins nach dem anderen. Jo, das werde ich zwar austauschen, aber das mit dem Austauschen, das dauert noch mehrere Zeit. Da machen wir die erstmal, machen wir die Waffe erstmal gut und wenn dann eine andere kommt, naja, dann. Die kommt dann, wenn es soweit ist. Und bis dahin, also ich will dann schon, wenn ich schieße, soll da auch was wehtun. Also darum auch die Waffe. Selbst wenn. Ja. So, der Deflektorich. Und wieder nichts mit dem. Ja. Bei dem Impulsantrieb irgendwie, also der ist ja für hauptsächlich wegen dem Schnellfliegen. Und ich denke, den muss man gar nicht. So. Und den hatte ich ja dank, da war ja der Jem'Hadar da so toll, der Rekruter. So ein Krokodilgesicht, aber der hat mächtig. Mächtig Sachen gemacht und da bekam ich so ein Vergoldungsteil nur für mich und das habe ich dann auf den Warpkern ganz damals schon geschmissen, als ich den hatte, so mit Rufstufe 5. Schutzstatus sollte man anmachen, habe ich hier, weiß ich jetzt gar nicht, aber okay, den mache ich jetzt erstmal besser. Ne, so ein Schild soll ja. Ne, hinten. Ich habe nur noch 13 von diesen Upgrades. Uiuiuiui.
Und ich bin ja schon, Oh, die hat jetzt gesagt, sie wird selbst so aus eigener stark. Cool. Und 15 ist sie jetzt. Ja. So. Was machen wir denn dann nochmal? Na, ich guck mal hier. Eins rein. Ein brauche ich. Zwei brauche ich. Fertig. Und dann ist der automatisch, hat er noch einen bekommen. Okay, aber ist so geblieben. Und nicht noch ein Upgrade einwenden, sondern lassen. Aufwerten. Hui. Meins. Auch der hat einen mehr gekriegt. Und nichts mehr reinstopfen. Ich glaube, ich habe jetzt nur noch eins, ne? Jo, einen habe ich noch. Oh, ja, da ist jetzt, das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Also die 42 haben nicht gereicht für alles und ich will doch. Also ich habe ja hier das, also hier, ne, so Captains, hier, ihr, also. Da guckt gerade keiner hin, da mache ich doch. Ich hole mir noch mal so. Sag mal. 2, 4, 6, 8, 10, 20. 22 Stück noch mal. Also das ist doch. Das ist. Da kann der, ich bin ja einer von uns, also die sollen sich nicht so haben. Ich will jetzt einfach. Spezielle Gegenstände. So, nochmal. Ein Zehner und noch ein Zehner. So. Und dann sage ich hier. So, mal sehen, was ich jetzt aus den 20 so. Das Ausrechnen ist immer irgendwie schwierig, aber das muss man halt erleben. Moment, ich hab genau eins, also ein, eins merken. So, jetzt hole ich mir wieder zwei, also vier von denen. Und aus den blauen mache ich. Solche 31. Bei 30 12 mehr, bei 20 11 mehr. Also, das war vorhin also wirklich da. Das muss Pech gewesen sein. Aber jetzt natürlich komische Sachen haben die hier aber. So, jetzt haben wir Upgrades, also jetzt haben wir 32. Und dann mache ich jetzt, mache ich da alles einfach so, aber Schutzstatus anmachen sollte man. So, jetzt also aufwerten. Der Tribble hat es erlaubt und dann, ich habe mir das dann auch erlaubt. So. Und kein Upgrade mehr reintun, als dass das die 15 hat. Ja, dann den auch noch. Ja. Und dann auch noch. Automatisch noch mal einen extra Klick. Aber jetzt wird wieder ein Upgrade kosten. Ne. Bei dem Extra-Klick, da muss man immer
gucken, dass man nicht gleich sagt, yay, und ich hau da nochmal. Nee, ich bin ein schlauer Paklet. Automatisch aufwerten kann er noch. Er kann sich immer noch automatisch aufwerten. Jetzt hat er wieder das mit dem Upgrade an. Nein. Und aufwerten. Oh, man muss ja so genau hingucken. So, die 15. So. Ein Klick noch. Und jetzt wird wieder mehr kosten und da sage ich mal, nö. So, hier ist so ein unendlich Ding, da kann man praktisch das bleiben. Ist ja auch ein gutes Teil, so, aber jetzt hier. Wieso habe ich eigentlich die ganzen Sachen nicht geschützt? Da müssen wir doch gleich nochmal alles durchgucken. Hui, die hat sich vergoldet. Bazonga! Ja, der kann jetzt mehr als vorher, gut. 3,8 und auf Mark 15 einfordern. Gibt sie 3,9%, also 0,1%, ein Tausendstel. Ui. Ne, machen wir aber hier. So, wir fangen mal an. Also, das fängt ganz klein an mit 1,6. Kritische Trefferchance. Aufwerten und bleibt so. Und jetzt ist es bei 1,9. Also doch, das ist schon ein bisschen mehr so. Gleich mal den Basisschaden auch gucken. Ich bin Paklet, weil das höhere Zahlen mehr sind, das weiß ich. Also das verstehe ich. Höhere Zahlen sind größer. Ja, 27,9. Okay, und jetzt mal gucken. Und jetzt nochmal den Autotrick. So. Und von 27,9. Jo, das ist so ein Sechstel oder so, ja. Ja. Noch eins. Und jetzt will er wieder einen dazu haben. Nee. So, und dann hier noch einen bei. Einfordern. Ohne. Einfordern und nee, das wäre also nicht so gut da. Jetzt machen wir alles wieder an Bord und jetzt muss ich mal schauen. Hier ist geschützt. Den will ich schützen. Den will ich. Ich will die ja nicht aus Versehen verkrümpeln oder so. Das war geschützt. Da hatte ich es auch nicht. Oh, ich war. Also ich war da ganz schön. Da habe ich drauf geachtet, da wieder nicht. Alles so und... Ja, hier auf jeden Fall. Ja, hier jetzt alles. So. Ja. Jo, damit ist jetzt alles richtig. Ja, da ist ein. Ich bin fertig und das Ganze waren 42 und 19. 42 und 19, also 61
Phönix-Dinger. Na gut. Dann war das halt so, ne? Aber jetzt ist mein Schiff fertig. Also, so wie vom Tribbe. Oh, ich sehe gerade, also, ja, dieser Impulsantrieb finde ich der. Ja, also wenn wir nochmal gucken, so toll sieht das so hier, ist ja wie ein Fuchsschwanz an der Sensorphalanx. Also, ne, denn wollen wir nicht zeigen. Den zeigen wir ja auch nicht. So, dann tauschen wir nochmal hier so ein bisschen. Magisches Voodoo soll das und meine Fähigkeiten hier, Eigenschaften. Ja, so alles, was ich habe, so. Also, die war teuer. Boah, also, das ist, aber die ist auch gut. Also, da kann ich so bei, egal welches Raumschiff ich so fliege, da funktioniert das mit den Brückenoffiziersfähigkeiten immer, mit der Abklingzeit immer ganz toll. Ja, und das hier. Der ist auch, der war gar nicht so teuer, aber der ist gut, wenn man so Flugbahnverdrehung und dann wird aus der Flanke direkt ja. Ja, also ich habe jetzt alles geupdatet und aufgewertet und ich müsste jetzt so eigentlich mächtig und stark sein. Dann fahren wir doch mal den Tribble und dann schauen wir mal.